Herzlich willkommen auf Joeys Hobbykanal. Heute soll es wieder mal um ein Kochvideo gehen. Ich möchte ein Rezept ausprobieren und euch da gleich mitnehmen. Und es geht um unsere blauen Kartoffeln. Da sind noch ein paar übrig. Ich hatte euch ja schon mal ein Video gezeigt zu den grünen Klößen. Das findet ihr da oben. Und ich möchte jetzt aus den übrig gebliebenen Kartoffeln Schupfnudeln herstellen. Und zwar eben blaue Schupfnudeln. Die genaue Sorte kann ich euch leider nicht verraten. Es stand auf der Packung nur Violett drauf. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt auch, dass das ja eine Supermarktsorte war. Genauer Name, keine Ahnung. Sehr viele kleine Exemplare dabei, aber lassen sich trotzdem vernünftig verarbeiten. Die ersten beiden Schritte, seht ihr, habe ich schon übersprungen. Die sind gekocht und geschält. Ob ihr die nun erst schält und dann kocht oder umgedreht, bleibt euch überlassen. Wir haben sie erst gekocht und dann geschält aus zwei Gründen. Zum einen, weil einfach sehr viele kleine Exemplare dabei waren, die selbst mit einem Sparschäler im Prinzip dann nicht mehr vorhanden gewesen wären. Und zum zweiten ist es so, dass auch die blauen Exemplare dann beim Kochen etwas oder vielleicht sogar ziemlich viel ihrer Farbe verlieren. Und das wollte ich natürlich nicht, denn es sollen ja blaue Schupfnudeln werden. So, nun der nächste Schritt. Dazu brauche ich den Kartoffelstampfer. Und der kommt natürlich ordentlich zum Einsatz hier. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, ich möchte die Kartoffeln lieber durch die Küchenmaschine geben. Das ist in Ordnung. Nicht mixen. Dann habt ihr unter Umständen nur noch eine schleimige Masse übrig. Aber Küchenmaschine mit Reibe ist völlig okay. Ihr könnt sie mit der Hand reiben. Ihr könnt eine Kartoffelpresse dafür nutzen. Meine ist leider kaputt gegangen. Deswegen Kartoffelstampfer. Und da mache ich jetzt erstmal die ganzen Kartoffeln zu einer breichen Masse. Im nächsten Schritt kommen jetzt ein paar Zutaten noch zu den Kartoffeln mit hinzu. Ich habe hier übrigens in etwa 1500 Gramm, ein klein wenig mehr. Dazu kommen dann 4 Eigelb, 450 Gramm Hartweizengrieß und dieselbe Menge an Mehl, Weizenmehl und dann auch noch etwas Salz und ein klein wenig Muskat. Das Rezept ist übrigens nicht meine eigene Erfindung, sondern ich habe es selber gefunden und verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das dann nachmachen wollt. Da sind auch alle Angaben drin, müsst ihr dann entsprechend ein bisschen umrechnen, je nachdem wie viel ihr an Kartoffeln habt bzw. wie viele Schupfnudeln ihr selber herstellen wollt. Zur Kartoffelmasse kommen also zunächst etwa 4 Teelöffel Salz. Etwas Muskat, frisch gerieben heißt es eigentlich. Ich habe hier nur Pulver, wird aber auch gehen. Und 4 Eigelb, die waren zufällig noch vom Backen von gestern übrig. Und die Menge wird dann miteinander verknetet. Wer das nicht mit der Hand machen will, nimmt natürlich dann einen entsprechenden Handschuh. Mich stört es nicht, wenn ich hier ein bisschen auch im Ei herummatsche. Also ordentlich durchkneten. Erst einmal leicht miteinander vermengen. Dann soll zu der Masse der Hartweizengrieß mit dazu. Auch gleich mit untermengen. Und noch die Hälfte vom Mehl. Das schätze ich jetzt in etwa. Könnte hinhauen. Und jetzt ist Kraftarbeit angesagt.
Ich gebe mal noch ein klein wenig Mehl mit dazu. Nicht zu viel. Es heißt, der Teig soll elastisch sein, aber nicht mehr an den Händen kleben. Momentan klebt er noch ein klein wenig. Deswegen noch etwas Mehl dazu. Für den nächsten Arbeitsschritt gebe ich mir ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Und nehme ein Stück von dem Teig und forme daraus eine längliche Rolle. Zunächst mal einfach so. Dann eben hier auf der Arbeitsfläche. Die entstehende Teigschlange soll etwa 2 bis 2,5 cm Durchmesser haben, naja, so einigermaßen. Und von der steche ich mir jetzt immer kurze Stücken ab, die ich dann weiter forme. Die kleinen Teigstücke bringe ich dann in die typische Schupfnudelform, so einigermaßen zumindest, damit ein bisschen dicker an den Enden, ein klein wenig dünner. Und die lege ich zunächst beiseite. Beim nächsten könnte ich glatt die Stücke noch ein klein wenig kleiner machen, das sind ziemlich große Exemplare. Während ich dann weiter die Schupfnudeln forme, stelle ich mir hier schon mal einen Topf mit Wasser auf den Herd. Denn die Nudeln müssen ja dann auch gekocht werden. Noch ein bisschen Salz dazu. Und natürlich einen Deckel drauf. Zur Energieersparnis. Wenn das Wasser dann kocht, gebe ich hier nach und nach die Schupfnudeln rein, die vorbereiteten. Die werden zunächst auf dem Boden des Topfes liegen bleiben und wenn sie gar sind, schwimmen sie dann an der Oberfläche. Man kann sie auch ein klein wenig bewegen, damit sie nicht unten am Topfboden dann festbacken. Das ist nicht der Fall. Ich gebe jetzt noch ein paar mehr dazu. Wenn die Schupfnudeln dann fertig sind, schwimmen sie oben im Topf. Das ist hier der Fall. Und dann kann man die rausnehmen und die nächsten in den Topf reingeben. Und ich werde mir hier diese zunächst mal in einen zweiten Topf geben mit kaltem Wasser, die also abschrecken. Es sind natürlich viel zu viele Schupfnudeln, die ich ja produziere, um sie gleich essen zu können. Deswegen werden wir einen Teil davon einfrieren und später bei Bedarf dann eben essen. Und dann ist der Topf bereit und es können die nächsten ins Wasser. Auch hier leicht bewegen, dass sie nicht ankochen. Und die fertigen gebe ich mir dann in einen Sieb. Da können sie noch ein bisschen abtropfen und dann kommen sie eben in einen Gefrierbeutel, wenn sie kühl geworden sind, und ab ins Gefrierfach. Ich habe hier also noch eine Weile gut zu tun, bis alle Schupfnudeln auch geformt sind und gekocht sind und dann eben auch
eingefrostet. Wie gesagt, ein paar werde ich zum Mittagessen verarbeiten. Dazu kommen dann die gekochten Schupfnudeln noch in eine Pfanne und werden angebraten. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Variationen, was man da alles dazu machen kann, beziehungsweise ob man die Schupfnudeln als Hauptspeise oder als Beilage nutzen will. Da gibt es genug unterschiedliche Rezepte und Ideen, auch bei YouTube. Habt ihr schon mal selber Schupfnudeln gemacht? Vor allem solche, ja, jetzt leicht lilanen, fliederfarbenen sozusagen Schupfnudeln? Lasst uns gerne mal wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, auch über ein Abo für unseren Kanal und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, macht's gut!